Könntest du dich schnell vorstellen? Gerne, klar. Also, mein Name ist Luise Ibrügger. Ich bin 52 Jahre alt. Also, ich bin in Hongkong geboren. Hongkong ist jetzt mittlerweile China. Früher war es Hongkong, England, eine Kolonie. Jetzt ist es China. Meine Mutter Chinesin. Mein Vater ist Engländer. Und ich habe die ersten 6 Jahre in Hongkong gelebt. Ich bin bei der Familie aufgewachsen, bei meiner Großmutter, bei meinen Tanten, ne? Und dann hat meine Mama eine neue Familie gegründet und wir sind dann nach Deutschland gezogen. Und dann war ich in Deutschland und dann habe ich meine Brüder bekommen und bin ich zur Schule gegangen. Und als ich mein Abitur gemacht hatte in Deutschland, wollte ich unbedingt weg. Ich wollte weg. Ich wollte einfach reisen, was Neues kennenlernen. Und ich hatte brasilianische Musik gehört auf einem Fest in Paris, bei einer Party. Und habe ich gedacht, was ist das für eine schöne Sprache? Diese Sprache ist wunderschön. Und dann habe ich dann gedacht, ich fahre mal dahin, ich mache das mal. Und dann ist einiges passiert und da hatte ich auch ein bisschen Glück, glaube ich, ne? Also viel Glück. Und dann hat das geklappt. Und dann bin ich nach Brasilien gekommen und ich bin seit ja, über 30 Jahren in Brasilien. Und das ist jetzt meine Wahlheimat, meine Heimat, also meines Herzens. Ja? Ich liebe Brasilien und ich liebe auch São Paulo. Und ich habe eine Tochter, sie ist jetzt bald 19 im August, Lina. Ja, ihr Papa ist Deutscher und momentan lebt sie bei ihrem Papa in Deutschland, in Hamburg. Aber der Papa hat auch hier gelebt, die letzten 20 Jahre. Und erzähl uns ein bisschen über die Beziehung mit oder deine Vision über europäischen und asiatischen Sprachen. Fällt es dir leichter, eine europäische oder eine neue asiatische Sprache zu lernen? Und ja, denkst du, dass es grundlegende Unterschiede beim Lernen dieser beiden Arten von Sprachen gibt? Gibt es wahrscheinlich schon, weil die asiatischen Sprachen ja tonale Sprachen sind. Ja, das geht mehr um den Ton. Ja, der Ton, jeder Ton, wenn er höher ist oder tiefer ist, ist das eine neue Bedeutung. Ja, nur habe ich tatsächlich keine Erfahrung, weil ich meine Sprache nicht gelernt habe. Ich habe sie erworben. Deswegen habe ich das nur gehört. Ja. Und bis heute, wenn ich mit meiner Familie spreche, heute habe ich mit meiner Tante gesprochen in Hongkong. Das ist alles im Ohr, das ist ganz tief hier drin. Ich weiß nicht, warum, aber es kommt heraus. Aber sicherlich gibt es Unterschiede. Ich habe aber nicht die Erfahrung. Ja? Also, du bist nach Deutschland ausgewandert, vor dem du das schriftliche Kantonesisch gelernt hast? Okay, Richtig. okay. Also ich kann nur sprechen, ja. Mhm. Und mein Kantonesisch ist auch mehr so eine Familiensprache, ja? Mhm. Eine Sprache der Familie. Wenn du Ja. sagen würdest, erklär mal was Abstraktes, dann würden mir die Wörter fehlen. Weil ich das nur als Kind bis zu 6 Jahren gelernt habe. Aber ich habe es immer wieder behalten und immer auf jeder Reise, wenn ich da bin, immer wieder gesprochen, wochenlang. Es ist da. Aber es ist eine Lingua affettiva, ja? Das ist also auch eine Familiensprache, eine Sprache meiner Familie. Um Spaß zu haben, zu lachen, etc. Ja? Keine Arbeitssprache. Ja. Und könntest du ein bisschen über deine Arbeit erzählen und wie diese verschiedenen Sprachen, die sie gelernt haben, deine Arbeit beeinflusst haben? Also ich bin jetzt mittlerweile Privatlehrerin für Deutsch. Ne? Ich bin durch Zufall dazu gekommen, zufällig. Ich habe in meinem Leben sehr vieles gemacht. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Alter so viel Spaß hätte im Unterrichten. Ja? Also ich habe schon also Sprachwissenschaften studiert an der USP. Ich habe auch ein bisschen Psychologie gemacht an der PUCI, aber ich habe es nicht beendet damals. Aber als ich fertig war mit der Uni, musste ich wirklich Geld verdienen. Und ich habe gedacht, ich sehe mich jetzt nicht irgendwie so Praktikum machen und nochmal investieren. Ich musste los, ich musste los, ich musste. Und dann habe ich dann wirklich was ganz anderes gemacht. Ich war dann so mit Marketing und Vertrieb, Kommerzial. Ich war in einer deutschen Firma.
Ich habe Messen verkauft, ich habe Import-Export gemacht, ja? Ja, und was, du hast gefragt, wie meine Sprachen dazu helfen, ne? Wie sie mir helfen dabei, ja? Ja, Richtig? genau. Aha. Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur kommunizieren. Ich sage einfach nur hier, wir müssen Mut haben. Wir müssen mal uns was ausleihen. Wie sagt man das auf Englisch? Sprichst du Englisch? Dann leih dir mal was aus. Sprichst du Spanisch? Dann versuchen wir mal was. Also ein bisschen diese Mehrsprachigkeit, mehr intuitiv, ja? Und ich finde, das Sprechen muss auch nicht so korrekt sein. Was ich finde, ist, dass die Aussprache schön sein muss. Weil ich glaube, das hilft unheimlich, eine schöne Aussprache, ja, wenn man so ein bisschen dieses Bewusstsein hat. Aber ob jetzt mal die Deklination und so weiter, das ist jetzt nicht schlimm. Mein Bruder, wir machen Spaß, wir machen so viele Fehler, mein Bruder macht so viele Fehler. Das ist normal, ja? Die Deutschen sprechen nicht perfekt Deutsch. Ja, die Aussprache muss nicht also grammatisch korrekt sein. So, ne? Beides ist, die sind nicht so verbunden. Ja, die Genau, ich Grammatik. glaube, die Aussprache, Thelma, da können wir daran können wir investieren, darin, ja? Aber Grammatik, das muss langsam gehen. Das muss Ja. man teilweise automatisieren und dann immer wiederholen. Okay, ne? Okay, gab es Kunstformen, also Musik, Literatur, Gedichte, Theater, Filme, Malerei und so weiter, die bei Ihrem Lernprozess von neuen Sprachen auftauchten? Und welche waren es? Ja, Wie ich war, habe. wie war der Lernprozess davon beeinflusst? Ich habe darüber nachgedacht, über die Fragen. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Tatsächlich ist Französisch die einzige Sprache, die ich erlernt habe, bewusst, in der 5. Klasse. Also da hatte ich ein Lehrwerk, ne? Ein Lehrwerk und da haben wir Übungen gemacht. Und also wenn ich jetzt an mein Französisch denke, wie habe ich das erlernt? Das war schon recht traditionell, konventionell. Ich weiß auch noch, wie das hieß, Français direkt, glaube ich. Und dann vergisst man ja nie die ersten Sätze. Ne? Die ersten Sätze bleiben immer hängen, ne? Wie im Deutschen, ne? Wie hier auch, ne? So, hallo Frau Wächter oder so, ne? Bei Menschen, ne? Genau. Das gibt es auch bei Französisch. Naja, und das war sehr konventionell, sehr quadratisch, sehr langweilig. Aber ich erinnere mich, dass ich im Laufe der Schulzeit interessante Französischlehrerinnen hatte. Und diese Damen, diese Personen waren sehr interessant. Deswegen war der Unterricht am Ende überhaupt nicht langweilig. Die waren einfach interessant. Die haben auch andere Texte beigebracht, vermischt. Die haben immer Buch gehabt. Wir haben immer Buch gehabt, Französisch. Aber es gab immer neue Quellen, es gab immer neuen Stoff, neues Material. Das war interessant. Ja. Und in deiner Erfahrung als Lehrerin, sind diese Kunstformen vielleicht aufgetaucht in Unterrichten? Also als ich am Anfang nur mit Lehrwerk gearbeitet habe, als ich begann, ja, war ich sehr unsicher. Ging sehr gut, ne? Dann gehst du einfach mit dem Lehrwerk, ne? Dann folgst du den Kapiteln. Da habe ich wirklich nur das Lehrwerk abgearbeitet und eigentlich nur das, was darin vorkam. Ein Gedicht, was darin vorkam. Einen Text, der darin vorkam. Aber ich fand das selbst nach ein paar Monaten oder nach einiger Zeit so langweilig. So langweilig. Dass ich dann angefangen habe, mich umzuschauen. Und dass es jetzt für mich mittlerweile ganz normal ist, dass ich eigentlich immer, wenn ich was sehe, jeden Tag online, ich behalte das, ich sammle das, ja, ich tue es zur Seite und ich sehe was und sage, wow, das ist das, das könnte den und den interessieren. Wow, das ist was. Und es geht auch gar nicht um Grammatik, es sind meistens immer nur Thematiken, ja, die ich interessant finde, egal ob in Film, YouTube, als Podcast, als Text. Ich finde das sehr wichtig. Glauben Sie, glaubst du, dass es Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der Arbeit mit künstlerischen Mitteln durch das Lehrbuch oder auf eigene Faust gibt? Welche wären die und wie werden die Aktivitäten normalerweise in jeder dieser Situation vorgeschlagen?
Ich habe, wie gesagt, ein Padlet und ich zeige das meinen Schülern und Schülerinnen und sage, sucht euch was aus, was interessiert euch? Und also manchmal, ich habe mehrere Padlets, auch einfacheres Niveau, ne? Mehr so A-Niveau und vielleicht ein bisschen schwierigere Texte. Die Schüler können sich das aussuchen. Ja? Auf jeden Fall, wenn man was auf eigene Faust macht, ich finde es viel besser. Ich finde es viel besser, ne? Weil es sind authentische Texte. Man kann viel mehr, man hat viel mehr Freiraum und kann viel mehr gemeinsam mit dem Lernenden zusammen daran arbeiten. Ja? Also in den Lehrwerken ist das meistens nicht so gut, finde ich. Ja. Es ist schön, es ist eine gute Idee. Also mit dem Padlet und dann die Schüler können aussuchen, was sie mögen. Das ist sehr Ja, interessant. was sie mögen. Ja, und sie können sagen, nee, das gefällt mir jetzt nicht, wir gehen jetzt mal darauf und so. Warum nicht? Das ist ja auch ihr Unterricht, ne? Ja. Ja, super. Ja, das ist das Ding so. Im Privatunterricht kann man das machen. In Richtig. eine große Gruppe würde das dann schon nicht problematisch, aber kompliziert. Ja. Genau, dann müsste man das einfach begrenzen, ne? Vielleicht dann Ja. weniger an vielleicht drei oder so und dann Gruppenarbeit machen. Ah, gibt es Unterschied zwischen Verwendung dieser Kunstressourcen bei Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder ältere Menschen? Gar nicht, gar nicht. Nein. Ich finde das so toll, wenn man, es gibt gewisse Gedichte, die kann ich mit einem 80-jährigen Schüler besprechen, wie auch mit einem 11-jährigen Kind oder 9-jährigen. Und eigentlich sagt jeder immer das, was er fühlt und denkt und spürt. Und das ist immer interessant. Ich rede jetzt nicht jetzt von Sonetten, die hochkompliziert sind. Ich rede jetzt mehr von Gedichten, wo es wirklich, wo man sehr, sehr schnell merkt, um was es geht, ja. Und dann, wenn dann die Perspektiven kommen und die Interpretation, dann ist das immer erfrischend, ja. Weil es ist, man kann das gleiche Gedicht sozusagen auf mehrere Altersstufen verteilen. Und es kommt immer Interessantes raus. Verschiedene Perspektive, ne, über dasselbe Immer verschiedene Gedicht. Perspektiven. Ich finde auch Kinder zu unterrichten total erfrischend. Ich finde das toll. Weil die Kinder auch immer einen herausfordern. Ne? Ich habe also einen kleinen, da sagst du mir, Luise, ich spreche gut. Ist okay. Nein, Leute, ist okay. Ist okay. Und dann sage ich mal, ja, ich weiß, das ist okay. Aber wir müssen trotzdem. Aber warum? Warum? Und also, das sind auch Herausforderungen, ja?